Das geht ja auch nicht. Da muss ich ja so. Muss ich ja so, sonst sind wir da zu dicht dran. Ich kann ja hier keine gerade Leitung nebenlegen. Das passt ja nicht. Also dann schließt sie sich damit an und dann ist das Murks. Murks und Patz. So, kann ich ja mal üben, ne? Wegen der Hübschlichkeit setze ich die jetzt genau daneben. Hallo? Achso, aus Notwendigkeit bin ich darüber gegangen, vermute ich. Gut, dann werde ich hier jetzt aber mal gerade runterziehen. Und dann können wir das hoffentlich als spätere Versorgungsbahn nutzen, dass wir dann alle auf dieser Höhe hochziehen. Dann kann ich das gleich als Markierung benutzen. Irgendwo muss ja der Zufluss stattfinden für die Fabriken oben. Und ja, ich hätte das alles gern schön dicht beieinander. Und mich ärgert das wirklich, dass ich das jetzt so stückeweise bauen muss, dass alles wieder so ein Provisorium wird. Weil ich einfach den Kleinkram überall brauche. Auf welcher Höhe bin ich denn? Noch nicht. Bei den Chemiewerken, ne? Und mir gehen die Leitungen aus. Oh, nee, ich habe noch einen Stack dabei. Da hatte ich mir die Leitung zur Markierung gesetzt, wo ich die dann hochziehen möchte. Aber das machen wir doch hier drüben dann. So, lass ich da mal stehen. Und dann wollen wir mal das Lubri-Lubri-Wup aufbauen. Das brauchte, glaube ich, Schweröl. Ja. So, das Nervige ist, ich kann die, glaube ich, hier nicht einfach so nebenbauen, oder? Oder? Ich meine, du kannst mich schon. Genau mittig. So, du kriegst das angeliefert. Kommst jetzt eine Ladung Strom dazu und machst schon reichlich Krimskrams. Dann möchte ich dich eine Ecke nach unten haben. Habe ich hier ja auch gemacht, ne? Sogar noch weiter. Oh, da nimmt irgendwas Schaden. Jetzt haben sie sich doch zum ersten Mal auf die reine Erzproduktion bzw. Munitionsfabrikanlage gestürzt. Mhm. Hatten sie doch mal Lust drauf. So, du komm mal her. Da sehe ich gerade, ich habe einen Abstand genommen davon. Boah. Passt ja tatsächlich. Stück Rohr angesetzt oder habe ich da zwei Leitungen gezogen? Da habe ich einfach nur ein Stück Rohr angesetzt. Okay. Ja, jetzt so im Nachhinein muss ich selbst erstmal kapieren, wie ich da meinen Krimskrams gemacht habe, ne? So, ja, hier haben wir jetzt wieder das Problem. Ich kann zwar da an der Ecke, ne? Aber da kann ich es nicht machen, weil dann Krimskrams zusammengeschlossen wird. Aber ich kann so weitergehen. Jetzt verschiebt sie das natürlich alles. Nicht schön. Gar nicht schön.
Da sind wir. Nein. So. Ja, ich wünschte mir eine Automatik für das Bauen dieses Dings hier, dass sie da einfach nur zeichnen muss und dann wird es hingesetzt. Ich finde das ein bisschen mühselig, nervig. Also so eine Leitung geht ja, ne? Aber wenn ich berücksichtige, wie viele Leitungen wir hier wahrscheinlich noch ziehen müssen und dann immer dieses Stück für Stück. Aber da hoffe ich auch auf die späteren Leitungen, die größeren. Wo ja auch die Tunnel eine höhere Distanz haben. Jetzt haben die ja, glaube ich, 8 Felder Distanz und die großen, die haben dann bis zu 40 Felder Distanz. Ja, da müssen wir erstmal hinkommen. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon machen können. Na, Erbchen. Da. Mark 2 haben wir mal gerade erst. Und ich glaube, die gehen auch Mark 4 oder Mark 5. Dum, 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 dum. Hier ist es wieder alles voll. Alles voll. Wenn der Output jetzt nicht hoch genug ist. So, du baust brav die Elektromotoren. Und die werde ich jetzt... ich überlegte gerade, eine zweite Fabrik da nie zu setzen. Ups. Aber wir haben ja auch das Problem mit dem Band hier. Oh, den, den... Ach, die Eisenplatten führe ich nur so mit, ne? Weil die hier benötigt werden. Meine Vermutung ist, dass der mit den grünen Schaltkreisen 2 davon versorgen kann. Tja, dann hätten wir das Problem mit der Saftleitung wieder. Ja, plopp, plopp, mach die kaputt. Mach die kaputt. Also wir könnten ja hier noch ein Band ziehen, das dann die grünen Schaltkreise weiterleitet. Jetzt habe ich dann aber wieder... Ja, ne? Wie liefere ich den Saft dahin? Ich könnte den Saft natürlich von oben ran liefern. Das macht mir ja quasi unmöglich, irgendwas da drüber dann noch vernünftig zu bauen. Ach, ist das alles schwer. Das ja, hätte ich mir auch sparen können. So. Das reicht. Du machst jetzt. Okay. Du bist da schon angeschlossen. So, so. So, dann kriegt ihr das schon mal. Du kommst da mal her. Dann kannst du mal weg. Long-handed Inserter. Ja, davon brauche ich aber 2. Ach, was fehlt uns denn schon wieder? Nein. Falsch gelaufen. Wieder mehr Mist in der Tasche. Nun komm. So, short, long, irgendwas. Long-handed. Nee. Ach, erstmal ins Inventar gucken, bevor man was baut. Mist. Achso. Warum kriegst du jetzt kein Kupfer? Kupfer liegt parat. Der soll es dir liefern. Du kannst die grünen nicht rauspacken, oder wie jetzt? Ach so. Ich bin so verwirrt. Ich bin ja derart verwirrt. Ja,
Jetzt geht das. Oh Mann. Ja, zwei Holztruhen. So, produzierst du? Ja. Gut, die produzieren so langsam, dass es wirklich gehen kann. Und die haben hier haufenweise Schaden genommen. Warum? Ich muss mir mal so einen Ordner anlegen, wo dann etwas ruhigere Sachen kommen. Ich kann das überhaupt nicht vertragen, muss ich sagen, wenn die Musik etwas zu aufwühlend ist. Also normalerweise ja geht, aber bei solchen Spielen hier dann, nee, das geht überhaupt nicht. So. Strafexpedition, Fortsetzung. Mal gucken. Nach da müssen wir. So. Würdet ihr ein bisschen mitarbeiten, dann könntet ihr auch ordentlich hier stehen und dann würden wir viel mehr unterbringen als nur so eine Handvoll. Guten Tag. Mir fällt gerade ein, ich bin, glaube ich, nach hier hinten nur gelaufen, um Kupferplatten zu holen, damit ich Reparatursets machen kann. Tja, ne? So kann's gehen. So, nee, dann arbeiten wir uns lieber Stück für Stück hier vor. So ging ja nicht. Boah, wer hat denn hier so viel Schaden gemacht? Oder habe ich das nicht mitbekommen? Verwirrung total. Da wurden doch eben gerade zwei Türme einfach so weggerupst mit einem Schuss, oder nicht? Okay, ein paar Schuss mehr hat er abgekriegt. Ich glaube, drei Schuss hat er gerade. Gut. Aber sie sind definitiv stärker geworden. Also viel stärker insgesamt gesehen. Wenn ich da so an die Anfänge zurückdenke auf der Karte, da waren die ja noch nicht so heftig. Hey. Nicht. Brav bleiben. Kontrollieren, ob es irgendwo anders noch blinkt? Nein. Okay. Jo. Aber diese Lage auch erstmal ausgerottet. Hat mich gerade noch ein Turm beschädigt. Ich gucke jetzt erstmal. Ja, da hätten wir noch ein Lager. Ich weiß gerade nicht, ob ich mich darum kümmern sollte oder nicht. Ich lasse das hier mal so stehen und werde an dieser Stelle jetzt erstmal einen Cut machen, weil mich die Musik einfach viel zu sehr aufregt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.